eine von unseren Lieblingsdestillieranlagen, eine 100 Liter Kolonnenbrennerei, die kann man für fast alles nehmen. Und was ganz traurig ist, ich muss die jetzt kaputt machen. Der Zoll verlangt von mir, wenn die jemand als Dekoanlage kauft, dann muss ich Löcher reinbohren. Und trotzdem müssen wir die Adresse melden beim Zoll. Auch wenn die Anlage überall Löcher drin hat, müssen wir immer noch melden, wer die gekauft hat. Und der Zoll kontrolliert, ob die auch wirklich kaputt ist und nicht benutzt wird. Das ist so traurig, dass ich weinen könnte.